Als ich im Jahr 2019 so meine Runden durch das Plopsaland drehte, stellte ich fest, dass dem Park ein weiteres großes Highlight im Achterbahnportfolio sehr gut stehen würde. Da wusste ich noch nicht, dass ich 2 Jahre später für eine unerwartete Europapremiere zurückkehren würde. Mit dem Ride to Happiness hat sich ausgerechnet der Familienpark an der belgischen Küste die weltweit 2. Auslieferung des Extreme Spinning Coasters vom deutschen Hersteller Mack-Rides zugelegt. Selbstverständlich musste ich mir die Achterbahn von morgen genauer ansehen und im Detail ausprobieren. Immerhin reden wir hier von einer Anlage, welche viele Besonderheiten bietet und obendrauf ein schickes Paket an thematischer Gestaltung versprochen hat. Nun, die Erwartungen waren auch bei mir sehr hoch, auch wenn ich normalerweise versuche, diese ein wenig im Zaum zu halten. Nun wird es Zeit für ein ausführliches Review zum Ride to Happiness. The Ride to Happiness. Eine Achterbahn von morgen. Dass solch eine Neuheit auch an meinem Interesse nicht vorbeigeht, versteht sich ja von selbst. So habe ich mich spät im Jahr endlich auf die Socken gemacht, mir den bisher seltenen und noch recht neuen Achterbahntypen aus dem Hause Mack-Rides mal genauer anzusehen. Bevor wir uns aber ausführlich mit den Eigenheiten des Extreme Spinning Coasters befassen, ein Blick auf das Datenblatt. Die von Mack-Rides entwickelte Achterbahn erreicht eine Höhe von exakt 33 Metern. Mit Hilfe von Linearmotoren werden die Züge gleich 2-mal beschleunigt. Damit geht es mit bis zu 90 Stundenkilometern über die 920 Meter lange Strecke. Die Fahrgäste erleben dabei freidrehend 5 Inversionen und durch 2 Züge für je 16 Gäste pro Zug können bis zu 550 Personen pro Stunde abgefertigt werden. Nebenbei holt der Ride to Happiness den Titel für die erste Auslieferung dieses Typs außerhalb der USA. Doch nun genug mit trockenen Daten. Papier ist schließlich geduldig und sagt oft wenig über eine Achterbahnfahrt aus. Deswegen beginnen wir nun mit dem, was die Anlage wirklich bietet. Die Thematisierung. Dass man im Plopsaland schön gestalten kann, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Bisher beschränkte sich dies jedoch meistens auf Themen und Figuren der TV-Programme, welche unter Studio 100, dem Besitzer von Plopsa, liefen. Dies ändert sich mit dem Ride to Happiness, denn die Achterbahn wurde nach dem Tomorrowland Festival für elektronische Musik gestaltet. An der Stelle hatte ich eigentlich auch den größten Negativpunkt für mich erwartet, denn dieser Musikstil ist jetzt so gar nicht mein Genre. Eine gute Inspiration für die Gestaltung ist das aber dennoch, denn das Tomorrowland ist ebenfalls für seine starken Gestaltungen, insbesondere des Bühnenbereiches, bekannt. Die Achterbahn von morgen bekommt deswegen auch einen ausgedehnten Eingangsbereich sowie Wartezone zur Seite gestellt. Und was hier errichtet wurde, kann sich durchaus sehen lassen. Welcome to the Ride to Happiness. Only for the brave of heart and purest of souls. I will guide you, and you will see how the forces of nature can take you to unparalleled heights. Die Q-Line ist dicht gestaltet und gespickt mit mehreren Projektionstechniken, sowie hochdetaillierte Objekte und, naja, sagen wir Maschinen. Ist das Labyrinth der Energie, welches wir durchschreiten müssen, um den Ride to Happiness anzutreten. Die Gestaltung des Eingangsbereiches und der Wartezone haben mich äußerst positiv überrascht. Es gibt sehr viel zu sehen und zu entdecken. Das Highlight wartet dann beim Betreten der Station, denn die androide Dame, die uns schon am Eingang begrüßte, erwartet uns auch hier. Hoch oben über dem Zug wird dies als Pre-Show mit kleiner Geschichte zur Vorbereitung auf die Fahrt eingesetzt und kann optisch beeindrucken. Weniger beeindruckend ist dann, oder gerade deswegen, dass der größte Teil der Achterbahnfahrt verhältnismäßig nackt über dem See des Parks stattfindet. Lediglich für die finalen Elemente kehren die Fahrgäste zurück in den futuristisch gehaltenen Bereich
um den Eingang. Das fällt im Kontrast zueinander so eben extra deutlich auf und wird mit leichtem Punktabzug bestraft. Die Detailverliebtheit in der Stationsumgebung rechtfertigt meiner Meinung nach aber dennoch eine Wertung von 85 Punkten für die thematische Gestaltung der neuen Achterbahn. Das Layout. The Ride to Happiness beginnt gleich nach der Stationsausfahrt mit dem ersten Überschlagselement. Während die Streckenführung nach rechts abdreht, führt sie gleichzeitig durch eine Zero-G-Roll. Die Ausfahrt dieser bringt den Zug auf den ersten Launch-Abschnitt, wo der Wagenverbund kurz angehalten wird. Bereit für den Launch greifen die LSM-Motoren und beschleunigen auf der Ebene, um danach im nächsten Element aufzusteigen. Diese Mischung aus Top-Hat und nach außen geneigter Linkskurve sorgt nicht nur für Airtime, sondern auch durch den Spin der Wagen deutlich für Verwirrung. So steil wie es in den Aufstieg ging, geht es wieder hinab, um in die sogenannte Banana Roll aufzusteigen. Dieses Element lässt sich am besten beschreiben wie eine Cobra Roll, die aber vorzeitig aufhört. Übrigens gilt diese nicht als Inversion, da die Fahrgäste hier nie ganze 180 Grad auf dem Kopf stehen. Anschließend folgt ein Verbund aus bekannten Elementen. Der Zug durchfährt einen vollständigen Vertikal-Looping, auf den eine klassische Zero-G-Roll folgt. Diese mündet in einer weiten Rechtskurve über dem See, um auf einem Hügel nach links abzudrehen. Parallel zum ersten Launch folgt nun die zweite Phase der Beschleunigung. Diese wird aufgewertet von einem gleichzeitigen Airtime-Hügel. Wieder Fahrt aufgenommen, steigt der Extreme Spinning-Zug in den Step-Up-Underflip auf. Im Prinzip handelt es sich hier um eine Kombination aus Zero-G-Roll mit oben liegender Einfahrt in einen Dive-Loop. Erneut steigt der Zug in einen Airtime-Hügel auf, welcher seitlich wegkippt, um in eine weite, mit Höhenunterschieden versehene Linkskurve überzugehen. Diese umrundet den gesamten Bereich vor dem Eingang zum Ride of Happiness und entlässt die Fahrt über zwei weitere Airtime-Hügel in die Schlussbremse. Der Ride to Happiness kehrt zurück zum Morgen, um neue Energie aufzunehmen. Das Layout bietet im Gesamten recht viel Abwechslung und der Spinning-Effekt, also das freie Drehen der Fahrgastträger um die Mittelachse der Wagen, tut sein Übriges dazu, denn dadurch wird jede Fahrt stark unterschiedlich. Dennoch hat man einige interessante Elemente in der Bahn verbaut. Kritik gibt es von mir für die letzten beiden Airtime-Hügel, aber nicht wegen dem Vorhandensein, sondern wegen deren Pacing. Sie wirken abrupt und je nach Drehposition des Wagens etwas unangenehm, da sie die negativen Kräfte sehr plötzlich und schlagartig auf- und abbauen. Insgesamt gebe ich dem Layout dennoch 80 von 100 Punkten. Das Erlebnis und der Komfort. The Ride to Happiness fährt mit den bekannten MagRide-Sitzschalen und Bügelsystemen, wie sie seit Blue Fire verbaut werden. Dies bringt nicht nur bequeme Sitze, sondern auch ein sehr angenehm anliegendes Bügelsystem mit, welches die Fahrgäste ausschließlich an den Oberschenkeln fixiert und viel Freiheit bei gleichzeitig höchster Sicherheit bietet. Das Abrollverhalten der Züge und die Präzision der Schienenfertigung scheinen jedoch hier und da nicht mit den besten mithalten zu können. Schienenstöße selbst sind zwar nicht zu spüren, aber einige Fahrfiguren wirken etwas grob umgesetzt und in einigen Reihen gibt es auch stärkere Vibrationen bis teils leichtes Rappeln zu spüren. Das ist alles nichts, was wirklich unangenehm wird, jedoch trotzdem auffällt. Wenig störend ist dies vielleicht auch, weil der Extreme Spinning Coaster sich mit den wirkenden Kräften etwas zurückhält. Es gibt intensive Momente, diese sind aber eher kurz und teils meiner Meinung nach etwas zu plötzlich da und auch wieder weg. Vielleicht ist das aber auch gut so, denn das Fahrerlebnis auf dem Ride to Happiness ist nichts für empfindlichere Mägen. Der Spinning-Effekt kann durchaus bei den hier verbauten Fahrfiguren auch Fahrgäste an die Grenzen bringen, die hart im Nehmen sind. Die Kräfte, die hier wirken, kommen durch die dazu manchmal unpassenden Fahrgastpositionen in Bereiche, welche nicht nur verwirren, sondern stark belasten, obwohl sie nicht sehr hoch sind. Besonders anstrengend ist mir dies auf den beiden letzten Airtime-Hügeln aufgefallen. Seitlich in diese einzufahren ist teilweise recht unangenehm geworden, wenn dann gleichzeitig noch stärkere Vibrationen auftreten, ist für viele dann wohl doch eine Pause angesagt. Auch weiß ich nicht, ob ich mich hier auf eine ERT ohne Pause wagen würde. Ich glaube, nach 3-4 Fahrten brauche ich da eine Pause mit Kaffee und Kuchen. Trotzdem ist der Komfort selbst sehr hoch.
Und das Fahrerlebnis ist etwas wirklich Besonderes. Es ist völlig anders, als man das bisher kennt und auch völlig anders, als man sich das vorher vorstellt. Nicht nur Enthusiasten, sondern für jeden, der gerne mal Achterbahnen fährt, kann ich hier nur eine absolute Empfehlung aussprechen, das mal auszuprobieren. Deswegen gibt's für das Gesamterlebnis und den Komfort solide 85 Punkte von mir, aber mit Warnung an Menschen mit schwächeren Mägen und dem Rat zu regelmäßigen Pausen. Ein Fazit. Im Gesamtbild haben wir hier eine ganz neue Erfahrung, wenn es um Achterbahnen geht. Die Kombination aus großer Looping-Achterbahn mit Abschuss, wenngleich diese auch recht zahm sind, mit den sich frei drehenden Gondeln üblicherweise kleinerer Spinning-Coaster, sorgt für eine Achterbahnfahrt, wie man sie sonst nicht erleben konnte. Und man erlebt sie jedes Mal neu. Denn jede Fahrt ist durch die unterschiedliche Beladung stark anders. Ein wenig getrübt wird das Bild dadurch, dass die Strecke selbst teilweise recht wild durch einen Bereich des Parks führt, der keine weitere Gestaltung zulässt. Dafür holt man aus der Wartezone und der Station viel raus und auch der Bereich vor dem Eingang lädt zum Verweilen ein. The Ride to Happiness ist eine Achterbahn von morgen, da so etwas bisher nur selten erlebt werden kann. Sie ist aber auch gleichzeitig eine Warnung, dass man eventuell davon absehen sollte, sich nur noch solche Konzepte zuzulegen. Denn die aus seltsamen Richtungen wirkenden Kräfte werden nicht jedem gefallen und werden an manchen Stellen unangenehm. Es braucht hier keine hohen Kräfte, um den Körper dennoch genug zu belasten, dass man hier regelmäßige Pausen auf die Liste setzen sollte. Deswegen würde ich mal abschließen mit: Bitte mehr davon, aber bitte auch nicht zu viel. Und vergebe mehr als nur solide 83% Gesamtwertung für den Ride to Happiness, der Achterbahn von morgen. All dies ist meine persönliche Meinung und Erfahrung mit dem Ride to Happiness. Und du siehst das anders, möchtest was ergänzen oder hast Fragen? Dann ab damit in die Kommentare oder schreib mich über meine Social Media Kanäle an. Du findest alle Links in der Videobeschreibung.